Das wird jetzt ein Video, das gilt nur für Österreich und nur für Menschen, die bis jetzt mit Libre 1 ihren Blutzucker oder Gewebezucker messen. Also, für alle, die noch von den Krankenkassen den Libre 1 immer wieder zugeschickt bekommen und wo auch immer wieder der 1er verordnet wird, gilt ab 1. Juli, Sie bekommen nicht mehr den 1er, sondern Sie bekommen automatisch den Freestyle Libre 2 zugeschickt. Und immer, wenn sich was ändert, entstehen Fragen. Die wichtigste Frage ist sicherlich, ist es was anderes? Geht es irgendwie anders beim Stechen, beim Setzen? Und da kann ich Sie beruhigen, nein. Der Libre 2 kommt genauso in einem rechteckigen gelben Schachtel daher wie der Libre 1. Man muss die beiden Teile genauso zusammensetzen wie beim Libre 1 und man setzt sich ihn dann ganz genauso, wie Sie es gewohnt sind. Da ändert sich gar nichts. Der Unterschied ist, dass wenn Sie die App verwenden, dass Sie dann Alarme einstellen können. Aber dazu kommen wir später. Die Firma Epot hat mir dankenswerterweise einen Informationszettel zugemailt, der ab 1. Juli auch in den Sendungen der Krankenkasse mit den Libra-Sensoren dabei sein wird. Und damit Sie sich jetzt schon auskennen, sage ich Ihnen, was da drinnen steht. Das ist so eine Frage-Antwort-Geschichte. Also, erste Frage, muss ich irgendetwas vorbereiten, damit ich jetzt dann die Zweier-Sensoren verwenden kann? Und wie gesagt, nein, müssen Sie nichts. Sie können den Libre 2 genauso wie den Libre 1 verwenden und Sie setzen und starten ihn ganz genauso wie den Libre 1, also entweder übers Lesegerät oder über die App. Das Lesegerät, mit dem Sie den Libre 1, das schwarze Lesegerät, das liest ja von vornherein auch den Libre 2 aus. Nächste Frage, müssen Sie als Patient irgendwas mit Ihrer Krankenkasse tun? Nein, müssen Sie nicht. Sie bekommen automatisch den Zweier zugeschickt und die Krankenkassen werden von der Firma Epot sowieso informiert, dass jetzt alle den Zweier bekommen. Müssen Sie das nächste Mal Freestyle Libre 2 bestellen? Also wenn Sie wieder eine Bestellung hinschicken oder einen Verordnungsschein, ja, dann müssen Sie einen Freestyle Libre 2 auf den Schein draufschreiben und dann bekommen Sie die Libre 2 Sensoren. Und was bringt es Ihnen jetzt? Wenn Sie mit dem Lesegerät auslesen, wird sich nicht sehr viel ändern. Wenn Sie über die App arbeiten, dann kann der Zweier halt um einiges mehr als der Einser. Und die Anzeige ist besser und größer. Und die Zuckerwerte bekommen Sie, ohne dass Sie drüber scannen müssen. Wenn das Handy in der Nähe von Ihnen ist, Abstand bis zu 3 Meter, dann haben Sie Ihre Werte automatisch am Handy. Und Sie können sich am Handy auch Alarmgrenzen einstellen. Das geht ganz einfach, indem Sie links oben auf die 3 Stricheln klicken, dann geht das Menü auf, dann kommen Sie zu den Alarmeinstellungen und dann sehen Sie schon, wie Sie den unteren und oberen Alarm verstellen können, sodass das Handy Sie dann alarmiert, wenn gewisse Werte unter- oder überschritten werden. Wenn Sie ein Problem haben, wenn Sie zum Beispiel ein ganz altes Lesegerät haben, das die Libre 2 nicht auslesen kann. Oder wenn Sie blöderweise ein Handy haben, das mit der LibreLink-App nicht funktioniert, dann müssten Sie den Kundendienst von Epot anrufen. Die Telefonnummer ist 0800 93 00 93 und sich dort beraten lassen. Aber für die meisten von Ihnen sollte die Umstellung völlig problemlos funktionieren. Das hoffe ich. Soweit bis jetzt meine Informationen. Für alle, die bei uns im Club sind, gerne sich auch an mich zu wenden, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.